Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist ein weiteres Vorstellungsvideo. Diesmal handelt es sich nicht um ein Gerät, sondern es geht um jede Menge DS-Spiele. Ja, Ja. dieses Mal haben wir auch alle DS-Spiele, auch alle Pokémon, die wir haben. Es fehlen eigentlich nur drei Pokémon-Spiele. Eigentlich vier, wenn man das andere Ranger noch mitzählt. Ja, da sehen wir das erste Spiel. Das Ranger, was man hauptsächlich mit den Stylus spielt. So, da sieht man das richtig. Oh, dann zum nächsten. Jo. Dann haben wir hier noch eins. Die Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit. Das ist einer der ersten Mystery, also die zweite Generation der Mystery Dungeon. So. Dann kommt die andere, das Gegenstück dazu. Die Dunkelheit. Extrem gute Spiele sind das. Ja, zwei Mystery Dungeon können wir noch nicht zeigen, weil ich die erst mir hole. Die anderen beiden. Deswegen kommen wir jetzt erstmal nur bis zur Sky. Und da ist es auch schon. Mystery Dungeons Sky. Das ist die Special Edition wie Platin von der Mystery Dungeon, wo man extra Bonus-Quests und alles hat. Dann kommt die Soul Silver, das Remake von die silberne Edition von Game Boy Color. Na, der Autofokus ist heute gerade nicht so jetzt. Ja. Chanuva haben sie da links gerade im Einsatz. Und da sieht man auch hier den Pokéwalker. Und hier ist das Gegenstück, die goldene. Da haben sie Meganium genommen. So. Hier hätten wir die Diamant. Eigentlich kam ja erst Diamant und Dings und dann erst die Remakes, aber wir sind nach der chronologischen Reihenfolge gegangen, deshalb. Da waren die Untergrundbasen noch richtig vernünftig bei diesen Spielen, im Gegensatz zu den Pearl und Diamant Remake. Jetzt kommt ein schickes Aussehen für mich wieder. Ja. Der Hintergrund natürlich. Sehr beliebt und steigt auch langsam im Preis. Die Platin-Edition. Das Ding ist schon ziemlich selten geworden. Jetzt kommen die normal Schwarz- und Weiß-Edition, die normalen davon. Da gab es die Einklangpassage noch nicht. Kannst du auch schon tauschen. Ja, konnte man bei allen. Da ist die schwarze mit der schwarzen Stadt und dem weißen Wald. Ah ne, das ist die weiße, die andere war die schwarze. Was Da sagen kommt man jetzt? durcheinander wegen dem legendären Vieh. Das war. Da hatte ich wieso das Problem gehabt, dass sie nicht das andere genommen haben. Die heißt die weiße Edition, aber man hat das schwarze davon. Das liegt wahrscheinlich an dem Hintergrund, warum die das so genannt haben, weil der ist ja weiß und da drin ist ja Ja, schwarz. ja. Ne? Bis zu fünf Spieler. Das ist geil. Das ist fünf. Schön, ja. Hier die weiße 2. Da sieht man schon deutlicher, dass es die weiße sein soll, die zweite Edition davon, mit der Einklangpassage.
Und das Krasseste, das spielt, glaube ich, 3 Jahre nach der ersten. War das gewesen? Hier ist die schwarze davon. Sieht auch nicht verkehrt aus. Ja. Die Cover haben sie auch besser gemacht, finde ich, als die anderen. Weil da sieht man wenigstens, was schwarz und was weiß ist. Bei der anderen kommt man durcheinander. Finde ich nicht. Einfach im Hintergrund halten. Dann weißt du das. Ja, hier sind die Bilder ein bisschen anders. Weil diese Version ist nämlich nicht aus Deutschland. Deshalb ist sie ein bisschen anders. Aber hier steht 2 bis 8 Spielern. Das finde ich jetzt so komisch. Bei der anderen stand da 2 bis 5. Ja, wie es war. Ja. Sie ist aber gedacht, ne? Ja. DX. Ja. Die sind auch richtig gut, die Spieler. Aber die gehen vom Preis noch. Die haben noch nicht so viel Wert angesetzt. Das wird sich auch demnächst ändern. Einer der stärksten Starter überhaupt, das Fängs. Wenn man ihn richtig ausbaut, zum Fernkämpfer macht, ist es eines der stärksten Starter, weil es Feuer Psycho ist. Ja, und hier haben wir die Y, also die Y. Oh, jetzt kommt die nächste Generation, also besser ein Einzelspiel. Super Pokémon Rumble. Es gibt zwei Pokémon Rumble Spiele. Einmal das, was du so als Gratis-Version gibst. Und dann einmal eine Bezahlversion, wo man diese Dinger immer bekommt. Und das ist aber das zweite Spiel davon, was die meisten nicht kennen. Ist relativ selten. Das Spiel hier, aber günstig. Günstig, aber selten. Vielleicht weil die Nachfrage nicht so hoch war bei dem Spiel. Deswegen ist es noch sehr günstig. Jetzt kommt die Omega Rubin. Da sieht's hier schon Leider haben aus, wir die was? blaue davon nicht. Also das Kyok haben wir leider noch nicht. Das will ich mir aber noch besorgen. Das waren die ersten Spiele, wo sie für den 2DS Werbung gemacht haben. Also das Ding, was ich habe. Das heißt aber nicht, dass man die in einen normalen Dings stecken kann, weil man kann hier mit den Analog nur steuern. Deshalb. Und stecken schon, aber wirst du sehen, dass da nichts Hier unten passiert. sieht man das nämlich da. Wenn du Richtungstasten probierst, geht nicht. Ja, deswegen ja, weil der 2DS denken viele auch gleich an den normalen DS. Deswegen ein paar Unterschiede haben die, unter anderem Streetpass und so. In dem Fall, das ist ja der 3DS schon. Ja, aber ist der 2DS kompatibel? Steht ja hier unten drauf. Ja. Aber viele denken, das ist der erste, der ist mit gemeint. Aber nicht ganz. Natürlich nicht. Ja. Der erste mit Das ist Analog. nicht die erste Sonne. Und wir haben beide Mond leider noch nicht, aber wir haben beide Sonne. Ja, das ist die normale Version von die Sonne. Sieht auch Ja. nicht verkehrt aus. Und das ist die Ultra. Ultra-Version davon. Genau. Ja, und die beiden Mond fehlen uns nämlich auch noch. Also insgesamt 4 Pokémon-Spiele werden es. Wenn man die beiden Monden mitzählt, die noch in der Sammlung fehlen. Ansonsten sind alle für den DS vorhanden. Und auch hier ist für den 2DS. Natürlich zwar schon für den ersten, aber der sollte einen Analogstick Ja, da brauchst du ein haben. Circle Pad für. Ja. Ja, das, na, dass sie halt angenommen Ja, werden, ja. jetzt waren es erstmal den Pokémon-Spielen, jetzt kommen wieder normale DS-Spieler. Ja, Castlevania, Dawn of Sorrow. Wir haben noch das andere, aber das ist gerade noch beim Kumpel. Ich habe nur einen Teil von seinen Pokémon-Spielen mitgenommen. Hier hätten wir Kingdom Hearts 300 Half Days oder wie es heißt. Und davon gab es nämlich bei der PlayStation-Version so eine Art Video. Bei dem, das ist die Spielware-Version und das andere ist so eine Art Video, wo man Trophäen bekommt, bei der PlayStation 3 jedenfalls. Ja, wo die Videos einfach durchspielen lassen und fertig. Ja. Ja, hier sehen wir Final Fantasy Crystal Chronicles, Echoes of Time. Das Ding gab es auch für die, mal überlegen, ja, für den GameCube.
gab es das Ding. Und das Komische ist an der GameCube-Version, die ist 1 zu 1 von derselben Grafik, nur die Auflösung ist unterschiedlich. Das sieht man noch fast. Die haben die Bilder von GameCube-Version vielleicht sogar genommen. Und hatten Multiplayer. Sekoden, Tierkreis. Das Spiel habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Also ich habe es nur einmal gesehen und habe es auch nur einmal in der Sammlung. Also das Ding scheint auch schon etwas seltener zu sein. Also bei GameStop und so habe ich es nicht mehr gefunden. Das Spiel hier. Das scheint ziemlich selten zu sein. Ja, Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Und das ist der dritte Teil der Golden Sun-Reihe. Die ersten beiden gab es für den Game Boy Advance und einen, wer jetzt Nintendo Plus hat, der bekommt bald den ersten Teil für die Game Boy Advance. Also Game Boy Advance Collection. Da braucht man aber das 40-Euro-Paket für. Bin mir aber nicht sicher, ob die beide Teile reinmachen werden. Oder nur einen. Immer noch besser als das heftige 120-Paket von Sony. Ja. Ja. Das Ding hatte ich mal von jemandem bekommen. Das Modul habe ich vor irgendwo woanders drin. Burnout. Das war einer der damals der ersten Autorennen, wo man ein richtiges Schadensmodell hatte. Natürlich nicht in dieser Version. Man konnte hier Autos zerstören, aber die waren vorgerendert. Aber bei der PlayStation-Version ist das schon heftig. Oh, bist du 5 Spieler? Das ist das erste Burnout-Spiel. Ja. Auf der PlayStation konnte man aber richtig was randalieren. Da hast du richtig was gesehen, Ja. ja. Ja, Indiana Jones, Lego. Die legendären Abenteuer, da gibt es eigentlich zwei Teile. Die anderen beiden haben auch für die PlayStation 3. Nur der erste hat keine Trophäen. Und das ist einfach mal die mobile Version davon. Aber sieht fast aus wie das Original von der Konsole. Und natürlich wie jedes Lego-Spiel immer zu zweit spielbar. Natürlich muss jeder ein Modul haben. Das haben sie mit Absicht gemacht. Nichts mit einem Modul, sondern schön zwei kaufen. Man will ja auch Geld verdienen. So ist das halt heute. Ja, das erste Animal Crossing für den DS. Das Wild World. Ja, dieses Spiel hat damals sogar ein eigenes Musikvideo gehabt. Amon Parfait heißt das. Komm gerade, weiß aber jetzt nicht, wie das Lied genau heißt. Von der Sängerin. Aber das allererste Animal Crossing gab es ja für den Nintendo 64. Ui, wie lange ist das schon? Ja, Nintendo 64. Ja, Dragon Quest, Wandler zwischen den Welten. Auch schon relativ selten geworden. Da gibt es aber noch zwei andere Teile. Die Hand der Himmelsbraut und die Akorinnen. Irgendwas mit die Akorinnen war noch. Die werde ich mir aber auch noch holen, die anderen beiden Teile. Ich habe leider nur den und dann habe ich noch zwei andere Drängenquests, die etwas neueren. Aber von den Klassikern, da fehlen mir noch zwei, ja. Da habe ich bis jetzt nur diesen, ja. Weil ich bin ja absoluter Drängenquest-Fan. Ich habe eigentlich so gut wie jedes Drängenquest. Ja, Mario Kart DS. Das ist so wie die Nintendo 64-Version, kann man sagen. Ja, aber den Nachfolger habe ich leider nicht. Dragon Quest 7. Also Mario Kart 7 meinte ich. Das ist nämlich auch einer der ersten Spieler, die die Wi-Fi-Connection hatten. Da gab es bei diesem Spiel gab es einen speziellen Adapter dazu für den Ur-DS. Und diesen Adapter braucht man auch für Dragon Quest 9, um online spielen zu können. Weil der Ur-DS hat ja nicht vollwertiges Internet gehabt. Jedenfalls, wenn man richtig Internet spielen wollte. Man konnte zwar lokal, aber ansonsten. Ja. Das ist dann die sogenannte LAN-Verbindung, die hat funktioniert. Ja. Das ging aber direkt Internet nicht.
Ja, hier haben wir Thor, God of Thunder. Ja, von Sega. Da habe ich aber die Hülle gewechselt, weil die andere Schrott war. Auch ziemlich gut gemacht, das Spiel, aber leider ein etwas kurz ist das. Also man kann das locker in 2 Stunden durchzocken. Ja, einer der ersten Multiplayer-Spiele auf dem DS mit. Heroes of Ruin. Man kann es locker zu viert spielen. Macht doch richtig Laune eigentlich. Ist ein bisschen schwer, ist sowas wie Sekret oder Diablo in der Art, so ist das ein Hack'n'Slay. Ja, irgendwie will der Fokus mal nicht so richtig. Ja. Ja. Jetzt will er ja. Ja. Manchmal ist er zu, hat er keinen Bock. So wirklich. Da sieht man, und die Grafik sieht wirklich so gut aus. Also, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich gedacht, boah, da haben sie richtig was aus dem DS rausgekitzelt. Jo. Dann kommen wir zum nächsten. Das interessiert mich zum Beispiel wieder. Ja, da habe ich den Aufkleber noch nicht. Das ist nämlich von der Videothek. Deswegen ist auch noch der Aufkleber drauf. Das ist richtig geniales Spiel. Das gibt es auch für die Switch, gibt es das Ding. Und das war ursprünglich auch ein hier von der Wii U ein Spiel gewesen. Das ist die mobile Version davon. Und sehr gute Umsetzung. Das war das erste Spiel, was ich damals gespielt habe, wo es den 3DS gab. Und da kam so eine Spitze, dieses RAM-Ding mit den Stacheln und die haben mich voll erschrocken. Also den 3D-Effekt haben sie richtig gut umgesetzt hier. Ja, jetzt kommt einer meiner Lieblingsspiele wieder. Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs, also der 8. Teil. Also einer der besten DS-Spiele mit. Ja, mit 2 Bonuskarten, die beiden rechts kriegt man jetzt auch ins Team. Früher hat man ja nur die gehabt. Und jetzt bekommt man die rote Elster und den komischen Mr. Satan-Verschnitt. Kriegt man mich jetzt auch hier drinne. Und der Goldschleim da in der Mitte, der schon auf dem Bild ist, ist auch ein neuer Gegner. Aber ziemlich gute Grafik. Also, was wir aus dieser kleinen Auflösung rausgeholt haben, ist schon geil. Und sehr umfangreich, das Spiel. Ja. Dragon Quest 7. Fragmente der Vergangenheit. Das ist so ähnlich wie der Wandler zwischen den Welten. So ähnlich ist das gemacht worden, das Remake. Aber auch ein bisschen schwer, aber macht auch richtig Laune. Ja, da sieht man alles noch. Und eine ziemlich gute Grafik. Bravely Fort, Second Slayer. Also Second Layer. Das ist der 2. Teil von der Bravely Fort Reihe. Aber es gibt jetzt noch einen 2. Teil. Der ist aber komplett anders. Ich weiß nicht, ob das wirklich der 2. Teil oder ob das 1,5 gezählt wird. Habe ich noch nicht rausgefunden, wie der genau gewertet wird. So ein Zwischending wahrscheinlich. Ja. Also es gibt ja für die Switch jetzt direkt den 2. Teil. Und ich muss sagen, das Ding hat verdammt gute Grafik mal wieder. Die beiden Bilder gefallen mir auch hier vorne. Die zwei finde ich Ich ganz will mal gut. wissen, wie Nintendo es damals hingekriegt hat, aus so einem pixeligen DS so eine gute Grafik zu zaubern. Und wenn ich manchmal sehe bei der Switch, manchmal bin ich ganz schön enttäuscht bei der Switch, dass die Fremdhersteller eine weitaus bessere Grafik hat als manche Nintendo-Hersteller. Als Nintendo selber. Ja. Es liegt Schön. daran, weil es ein AMD-Prozessor ist und die PC und anderen Konsolenhersteller beherrschen den besser als Nintendo. Also Nintendo beherrscht seine Konsole ist jetzt. Deswegen Tears of the Kingdom sieht we weitaus besser aus als Breath of the Wild. Da sieht man das schon. Dass sie ihren Chip erst jetzt richtig in Kontrolle haben. Ja. Das ist auch ein sehr gutes Spiel, aber am Ende muss man immer alles wiederholt machen mit den Drachen. Da haben sie irgendwie ein bisschen gestreckt. Und das 7 oder 8 Mal muss man dieselben Drachen besiegen. Und das ist der einzige Nachteil bei dem Spiel. Ansonsten sehr gut gemacht worden. Jo, dann kommt das nächste, Yokai Watch Teil 1. Da gibt es ja auch schon einen dritten. Das ist sowas ähnliches wie Pokémon, da hat einer sich versucht, ach, mach mal ein neues Pokémon-Style-Spiel oder sowas.
Und wollten einfach was abhaben von dem Erfolg von Nintendo. Und da sieht man das. Das ist so ähnlich wie Pokémon sein soll. Ja, das ist so eine Art Geister sind. Fossil Fighters. Frontiers. Das war ähnlich wie dieses eine Spektrop, so ähnlich ist das aufgebaut worden. Von der Wii. Erinnert so ein bisschen wie Digimon, ja, wenn du hier so guckst. Ja. So ein bisschen Erinnerung hat's daran. Auf jeden Fall gräbt man die aus Fossilien aus, haben sie ein bisschen wie Spektrops sie macht. Ist auch schon relativ selten, das Spektrop-Spiel. Da hat man eben noch das Modul gehört, das liegt daran, weil das ist eine ganz andere Hülle von der Videothek damals. Das war eigentlich eine Hülle, wo CDs eigentlich reinkommen, das ist modullose. Ja, Lego Fluch der Karibik. Da gibt es zwei Versionen von. Das ist die Street Pass Version und dann gibt es noch eine andere. Andere Version gibt es noch. Aber inhaltlich sind die gleich. Nur bei die hatte zwei Funktionen mehr gehabt, diese Version hier. Da sieht man das. Und ich muss sagen, das ist eine ziemlich gute Umsetzung. Also Lego-Spiele laufen immer auf jeden DS sehr gut. Ja, Animal Crossing, das vorletzte. Ja, das New Leaf, also das neue Leben. Da war die Welt nicht mehr so rund wie bei dem anderen. Das ist so ähnlich wie von der Switch ungefähr. Aber das war noch nicht so erfolgreich gewesen. Das war die Zeit, wo Animal Crossing noch nicht so bekannt war. Erst durch die Switch. Ist ja das zweitmeist verkaufte Spiel auf der Switch. Mario Kart ist auf dem ersten. Jo. Und das war dann erstmal das letzte Spiel. Jo. Ja, dann wieder mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und tschüss.